Mit was soll ich starten? Mit einem Witz. Entweder man kann Bienen erzählen oder nicht. Das war kein Witz. Wie, aber die Wahrheit. Gute, wir gucken uns heute das binäre Zahlensystem an. Und ich habe mir vorgenommen, sehr detailliert durchzugehen, welcher Zahlenraum hat man, welche Potenzen, welche Basis, damit man sich auch andere Zahlensysteme anschauen kann. Ich habe es auch erst im ersten Semester gelernt, sage ich, oder seit am Beginn von meinem Studium. Es gibt tendenziell ein paar Leute, die haben das in der Schule schon gehabt, die sind geboren worden und kannten das binäre System. Lass dich davon nicht verunsichern. Am Ende dieses Videos kannst du es auch. Wir gehen einmal detailliert durch und dann hätte ich ein paar Übungsaufgaben einfach als Vorschlag, damit man das auch anwenden kann, damit man nicht nur denkt, man hätte es am Ende eines Videos verstanden. Du weißt Bescheid. In diesem Sinne, lass uns loslegen und wir fangen mal an mit einem Blick in den Zahlenraum. Im Dezimalsystem haben wir 10 Optionen, die 0 bis 9. Im Binärsystem oder auch Dualsystem genannt, haben wir 2 Optionen, 0 oder 1. Während im alltäglichen Dezimalsystem nach der 1 die 2 kommt, muss das Binärsystem direkt eine zweite Stelle aufmachen, um von 1 auf die 2 zu zählen. Jetzt müssen wir uns aber noch die Wertigkeit dieser Stellen angucken, also nochmal zurück in das bekannte Dezimalsystem. Die Zahl 42 ist ja letztlich eine 4 mal 10 plus 2. Da wir vertraut mit diesem System sind, muss keiner wirre Gleichungen im Kopf lösen. Und auch die Wertigkeit der dritten Stelle kennen wir. 100, dann 1000, dann 10.000. Komisch. Das ist immer irgendwie das Zehnfache. Da steckt wohl ein System dahinter. Im binären System ist die Wertigkeit der Stellen einfach anders. Die erste Stelle ist eine 1. Die zweite ist 2 wert. Die dritte dann 4, die vierte dann 8 und die fünfte 16. Diese Wertigkeiten erhöhen sich also in einem bestimmten Rhythmus. Im Binärsystem stehen 2 Zahlen zur Verfügung, Verdopplung auf jeder Stelle. Im Dezimalsystem haben wir 10 Zahlen, also eine Verzehnfachung nach jeder Stelle. Das liegt daran, dass wir eine andere Basis verwenden, die potenziert werden muss. Klingt erstmal kompliziert, aber im Binärsystem ist die Basis die 2 und im Dezimalsystem die 10. Übrigens hat sich schon Leibniz genau diese Gedanken gemacht. Du bist also in guter Gesellschaft. Aber wie zählen wir denn jetzt? Dazu auch nochmal ins bekannte Dezimalsystem, das ist am einfachsten zu erklären. Hier nehmen wir bei der 42 die jeweilige Zahl und multiplizieren diese mit der Wertigkeit. 4 mal 10 plus 2 mal 1. Das wiederum ist nichts anderes als 4 mal 10 hoch 1 plus 2 mal 10 hoch 0. Das klingt viel zu kompliziert für ein Zahlensystem, das du schon kennst. Das gleiche Grundprinzip mit der Basis und den Potenzen benutzen wir aber auch für andere Zahlensysteme. Im Binärsystem funktioniert das nach dem gleichen Prinzip, nur mit anderen Wertigkeiten und einem anderen Zahlenraum. Der verfügbare Zahlenraum, wie schon gesagt, ist 0 und 1. Die Wertigkeiten sind die Basis 2. 111 ist nicht die 111, sondern heißt einmal die 1 plus einmal die 2 plus einmal die 4. Oder in Potenzen geschrieben, einmal 2 hoch 2 plus einmal 2 hoch 1 plus einmal 2 hoch 0. Bevor wir zu den Übungsaufgaben kommen, will ich auch nochmal den Weg zurück, also von einer Dezimalzahl zu einer Binärzahl zeigen. Das ist vielleicht klausurrelevant. Oben schreibe ich meine Potenzen, also die Wertigkeiten der Stellen rein, also Zweierpotenzen von 1 bis 128. An die Seite schreibe ich die gesuchte Dezimalzahl. Nehmen wir mal die 50. 128 und 64 sind schon mal zu groß, also kommt hier eine 0 rein. 32 ist die erste Zahl, die in die 50 passt. Also 50 minus 32 ergibt 18. Die 16 passt auch gut rein, das ist ja der Rest, und bekommt also auch eine 1. Der Rest ergibt 2, weil 18 minus 16 ist ja die 2. Die 2 passt auch perfekt rein und das war es dann auch schon, weil ich habe nicht mehr Rest, das heißt in die verbleibende 1 kommt eine 0. Jetzt genug Theorie, hier kommt der Arbeitsvorschlag. Ich blende ein paar Zahlen ein und du löst das Ganze. Ich würde dir empfehlen, das Video zu pausieren. Übersetz auch gerne das gesuchte System, dual und binär hin und her. Gerne auch am Anfang mit den entsprechenden Potenzen und der richtigen Basis. Im Kommentar unten ist ein Google-Dokument verlinkt, wo ich die richtige Lösung einzeige und eben auch den Lösungsweg mit reingeschrieben habe. Als Konvention kannst du dir auch direkt angewöhnen, ganze Vierer-Bit-Blöcke anzugeben und links mit Nullen aufzufüllen.
Also 0, 1, 0 ist 0, 0, 1, 0. Hier kommen nun die Aufgaben und damit viel Erfolg. Ich melde mich gleich nochmal zurück. Ein letzter Gedankenanstoß meinerseits zum Ende. Wie bringt man denn dem Computer diese verschiedenen Zahlensysteme bei? Weil eigentlich ist es totaler Quatsch, dir beizubringen, das von Hand zu lösen, wenn es wortwörtlich das erste ist oder war, was der Computer schon immer besser konnte. Zum Hexadezimalsystem, also ein weiteres Zahlensystem, mache ich wahrscheinlich mal irgendwann ein Extra-Video, weil dann Buchstaben für Wertigkeiten stehen und 2b0 die Dezimalzahl 688 ergibt. Bis dahin viel Erfolg und gute Out von mir.